Nach einer langen Zeit ehrenamtlichen Engagements ging eine Ära zu Ende. Die allmonatliche Konzertreihe des Vereins Lebendiges Hasse e.V. im Viehburger Gehölz neigte sich dem Ende entgegen. Am 11. September beendete Gerd Haus-Otto, nicht ohne dem Gefühl des Wehmuts, offiziell das Programm der Sommerbühne Hasse. Doch die Hoffnung bleibt, dass die Festlocation an diesem schönen, idyllischen Ort auch weiterhin genutzt wird und nicht in den Dornröschenschlaf zurückfällt. Schön, dass ihr da seid und einen schönen Nachmittag. Wir haben alles vorbereitet hier, dass es gut wird. Wird es auch gut, Regen gibt es heute hier nicht. Und wir haben natürlich auch tolle Musik, Oldies und nachher auch ein bisschen Swing mit der Förde Company. Und Arne Pill macht jetzt ein bisschen richtig schöne Oldies und bläst auch mal auf dem Saxophon dazu. Und das wird versprochen, ein schöner Tag, da ist die Sonne. Gerd Haus-Otto spricht, die Sonne kommt. Ja, Lebendiges Hasse ist ein Verein, den ich vor 8 Jahren gegründet habe. Und zwar aus dem einfachen Grund heraus, ich mache seit 40 Jahren hier auf diesem wunderbaren Platz, mache ich das Kieler Wochen Stadtteilfest seit 40 Jahren. Und das Kieler Wochen Stadtteilfest wird immer von dem jeweiligen Oberbürgermeister eröffnet. Und vor vielen Jahren, vor 8 Jahren, wie Frau Volkwarz noch dabei war, die das eröffnet hat, nahm ich mal zur Seite und sagte, Herr Haus-Otto, wissen Sie was, so eine Location, so was Traumhaftes, und da gibt es nur eine Veranstaltung im Jahr, können Sie sich nicht mal was einfallen lassen? Und da habe ich mir was einfallen lassen und bin dann alle normale Dinge, die eigentlich sehr schwierig sind, so eine Veranstaltung im Wald zu machen, wurden mir dann freigestellt, eben durch Frau Volkwarz. Und ja, und was daraus geworden ist, sehen Sie ja selbst. Ging ein Ritter mal auf Reisen, da legt er seine Frau in Eisen. Doch sein Knappe Friedrich hatte einen Dieterich. Ja, so war's, ja, so war's, ja, so war's, die alte Ritterslein. Ja, so war's, ja, so war's, die alte Ritterslein. Ich will die Waffe so hoch, oh, oh, oh. Und ich spring, 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 immer wieder. Und ich schwimm, 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 zu dir rüber. Eröffnet wurde die Veranstaltung von dem Musiker und Kieler Urgestein Arne Prill am Saxophon. Auch die Förde Music Company gab alles. Fürs leibliche Wohl der Gäste wurde ebenfalls gesorgt. Leider heute die letzte Veranstaltung, weil ich keine Mitarbeiter mehr habe. Das ist fast alles Familie und die sind nicht mehr ganz so jung und das ist natürlich sehr arbeitsaufwendig, was hier passiert. Wir fahren morgens um 8 an und bis abends um 8, bis hier alles sauber, bis alles abgebaut ist. Und das können die einfach nicht mehr und dann haben wir dann ganz kurz das beschlossen und gesagt, gut, okay, dann geben wir es einfach auf. Jeder Zweite fragt mich natürlich, ja, das kannst du doch nicht machen, du musst auch weitermachen. Und so ein bisschen Tränen in den Augen und so ein bisschen traurig dabei bin ich natürlich auch. Da ist natürlich, das habe ich hier mit meinem Herzblut gemacht hier. Und ja, das tut so ein bisschen weh, aber noch ist es zu früh, jetzt darüber Tränen zu vergießen. Noch nicht. Das kommt sicherlich noch, denn ich weiß, die haben irgendwas vor. Eine Verabschiedung oder ein Dankeschön. Da habe ich ja jetzt schon so ein bisschen Angst vor, aber es wird kommen. Und wie gesagt, Stimmung war immer gut. Alle 8 Jahre lang, bis wir gemacht haben, immer gut und wir haben auch immer Glück gehabt mit dem Wetter und dafür danken wir dem lieben Herrgott auch, dass er mitgespielt hat. Aber ich denke mal, gute Sachen werden immer unterstützt. Ja? Okay. Der Moderator und Veranstalter Gerd Haus-Otto kann es nicht lassen und widmet sich jetzt anderen Projekten. Der Verein bleibt weiterhin bestehen und wir machen andere Dinge. Also ich habe meinen Mitgliedern versprochen, dass ich noch einmal im Jahr hier noch mal eine Veranstaltung mache, einen bunten Nachmittag, entweder für Kinder oder aber auch für Erwachsene, ähnlich wie heute. Und zusätzlich versuchen zumindest jedes Jahr einen Ball zu machen. Den ersten Ball haben wir in diesem Jahr, 12.11. im Kieler Schloss.
unter dem Namen Dance op de Deel. Und unser Ministerpräsident Thorsten Albeck hat die Schirmherrschaft übernommen, weil er auch davon überzeugt war, es muss ja wieder einen Ball geben. Es gibt ja ganz wenig Bälle noch in Kiel. Volksbankball und Uniball. Aber diese Bälle, wie sie früher im Schloss waren, gibt es nicht mehr. Und das wollen wir praktisch jetzt wieder erneuern. In der Hoffnung, dass wir Erfolg haben. So, jetzt macht Arne noch ein bisschen, nicht? Arne? Arne ist übrigens im Schloss auch dabei. Wenn die Musik Remember ist, eine ganz bekannte Kieler Oli-Band, wenn die dann im Schloss Schluss machen, so 24.30 Uhr etwa, dann macht Arne so ein bisschen mehr Diskothek weiter. Weiterhin ganz, ganz viel Spaß und schön, dass Sie mir so schön zugehört haben. Danke. Vielen Dank.